Alles gut? Ja. Spielen wir ein bisschen? Ich würde auch sagen, wir haben ein bisschen was hier, können ein bisschen was bewegen. Uwe ist auch schon oben drin. Ich brauche eigentlich kein Startsignal, der liegt eigentlich nur vorne. Ist heiß. So, 986 Kabel ist da drin. Was machen wir da, Schickes? Wir werden jetzt eine TV-Ladung machen. Das heißt, die Kunde wird jetzt erstmal 19 Quadratmeter vor den Radlader fahren. Ja. Der Radlader nimmt erst Material auf, fährt zurück, holt ihn jetzt vorne rein. Radlader belegt, dann stellt sich die Kunde in die 45 Quadratmeter und dreht den Radlader. Genau. Dass wir quasi wieder ein bisschen in Lade spielen. Nebenbei ist zu erwähnen, es ist ja eine Europapremiere, ne? Der 986. Genau. Okay. Das heißt, was wurde jetzt alles noch verändert? Ja, die Maschine ist letztendlich die Nachfolgemaschine von der 988F. Ja. Und hat ein Einsatzgewicht von 45 Tonnen. Das ist ja schon mal was. Was ich ja beeindruckend finde, wir haben hier 449 PS. Das ist ja eine überschaubare Zahl, aber 2411 Newtonmeter. Was für meine Welt eine Menge drin ist. Und ich meine, man spürt ja auch, das ist eine Menge Masse, die da bewegt wird, da brauchst du auch viel Kraft. Ne? Genau, korrekt. Wir haben definitiv mehr wie du in deinem Auto. Ja, und was auch schön ist, was wir jetzt bei unseren Autos nicht haben, wir können unsere Kraft eigentlich nur immer walten lassen. Wir haben hier Load Sensing, das heißt, wir können die Drehung oder das Hydraulikkraft verteilen auf den Bedarf, wo halt mehr Kraft benötigt wird. Genau so ist es. Das kann ich bei meinen Autos jetzt nicht. Die Traktionskontrolle und Sperrdiskussion ist wenige Arbeit, aber das ist jetzt für dich schon ein bisschen neu. Okay. Bei euch nicht, ich weiß. Bei uns ist es eigentlich schon ziemlich Arbeit. Okay. Korrekt. So, wie viele Ladespiele werden wir jetzt also ungefähr drauf? Also wir werden jetzt, um die 772G zu beladen, ca. 4-5 Ladespiele brauchen. Okay, und ungefähr, wir sehen ja oben auf dem Display, pro Ladespiel haben wir wie viel vorne drin beim 986? Wir sehen es jetzt oben in der grünen Umrandung, wir haben jetzt knapp 11 Tonnen in der Schaufel. Also die Maschine ist ausgelegt auf eine Nutzlast von 10 bis 11,5 Tonnen circa. Okay, und man könnte jetzt aber vorne die Schaufel, könnte man auch umbauen, ne? Man könnte eine andere machen. Du könntest eine andere Schaufel machen. Also wir haben jetzt da eine 6,1 Kubikmeter Schaufel dran. Ja. Aber du könntest jede x-beliebige Schaufel hin machen. Okay. Was hat denn die höchste Dichte? Weil wenn ich das so sehe, stimmt die so aus. Wenn man jetzt so Steine wie hier belädt, dann kommt man jetzt bei dem, bei der Schaufel auf 10 oder 11 Tonnen haben wir gerade gesehen. Genau. Bei Erde werden wir bei wie viel Dichte ungefähr? 1,6. Okay, wie viel sind wir? Ja, okay, nicht schlecht. Jetzt haben wir auch, glaube ich, das fünfte Ladespiel, ne? Das vierte, wir sehen es oben im Display. Ja. Da standen gerade die 45 Tonnen. Ja. Links daneben ist der Cycle-Count. Das heißt, wir zählen wirklich ganz genau mit, wie viele Ladespiele wir haben. Ja, das ist ja jetzt das fünfte. Das fünfte, genau. Genau. 7,45. Wir konnten jetzt auch gerade sehen, oder sehen Sie unten links, wir haben 52,56 Tonnen in der Mulde. Genau, und da haben wir auch den Stefan bei uns. Der ist nämlich auch fleißig am Rechnen und wertet das Ganze immer wieder aus. Stefan, wie sieht's aus? Hat der Uwe einen guten Job gemacht? Ja, recht guten Job. Und wir haben ja gesehen, 5 Ladespiele sind auf dem Auto drauf. 52,3 Tonnen. Das heißt, auf einer 60 Minuten Stunde, in einer Stunde sind das 950 Tonnen, die wir verladen haben. Reine Ladeleiste. Ohne Nebenarbeit. Das ist eine Demo mit einem Ladespiel, also einer SKB-Verladung. Ja. Deswegen diese hohe Ladeleistung. Aber man sieht, wie enorm schnell so ein Auto beladen werden kann. Ja. Wir haben also eine Ladezeit von 2,8 Minuten für die 5 Ladespiele und das ist für einen Radlader der Größe nehmen. Enorm kurze Zeit. Ach, schon wirklich viel, also 950 Tonnen? Ja, in einer Stunde. Das ist ein Wort. Ja. Aber wir haben auch einen Uwe hier. Wir haben Uwe hier, das ist eine absolute Höchstleistung. Ja, aber ist einfach zu merken. So, wie viele Ladespiele brauchen wir denn bei so einem Löffel ungefähr? Ja, wir brauchen ungefähr 26 Ladespiele. Kommt drauf an, wie gesagt, der Stefan den Löffel voll macht. Ja.
Wir haben jetzt hier den 352 FXE steht ja bei Caterpillar immer für ein bisschen neue Technologie, da ist ja. Das besonders drin. Bei den Radladern ist es, denke ich, die meisten schon bekannt, da haben wir ein spezielles Getriebe. Ja. Beim 352 FXE wird Getriebe keinen Sinn machen. ABS-Ventil, das ist einfach ein Ventil, das elektrohydraulisch angesteuert ist und auch arbeitsweise reagiert und auch wirklich die Kraft, wenn man da einfliegt, wo sie gerade gebraucht wird. Okay. Wir haben jetzt natürlich bei dem 352 ein sehr, sehr ideales Ladesituation. Er leidet vom Kopfhörer, ne? Also von oben. Perfekte Ladesituation. Wirklich so, wie man sich wünschen würde, dass man eine maximale Effizienz und den maximalen Ertrag pro Stunde hinbekommt. Okay. Wenn der jetzt da oben drauf der 352 ist, ist das ein gewisses Risiko oder kann man die Situation immer gewährleisten? Weil für mich als Laie, wenn ich jetzt drauf gucke, sieht es immer relativ wackelig aus, wenn da oben Steine so sind und da so ein schweres Gerät oben drauf ist. Oder wie könnt ihr gewährleisten, dass so ein Bagger halt über Kopf arbeiten kann? Das ist, wenn man schaut, muss wirklich vorher schauen, ist der Grund optimal und er arbeitet natürlich, das sind alles erfahrene Fahrer, auch in den Steinbrücken. Auf solchen Maschinen hast du immer einen Stammfahrer, der kennt sich genau aus, ja. Was los ist und kann dann dementsprechend auch arbeiten. Aber natürlich, es ist immer ein gewisses Risiko da, aber man versucht es durch die meisten Punkte einfach zu minimieren. Ja, der Löffel, der jetzt dran ist, ist das schon die maximale Größe für den 352? Ja, das ist so eine... Eine gesunde Hausnummer, weil das variiert immer ein bisschen nach Material, weil ihr habt es ja gerade schon besprochen, mit der Dichte ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, muss man bei der individuellen an die Voraussetzungen beim Kunden anpassen. Okay, jetzt haben wir ein Einsatzgewicht von 51 bis 54 Tonnen. Ungefähr, ja, das ist so, je nachdem wirklich, habe ich einen größeren Löffel, habe ich noch einen Schnellwechsler oder ähnliche Sachen, ja. Da variiert es immer ein bisschen. Ja. Wir gucken mal, was jetzt so ein Löffel da reinkommt. Genau, also wir haben auch, wir sehen auch, wir haben eine Waage verbaut, die ist serienmäßig, ja. Also der Fahrer hat immer eine optimale Übersicht, das Auto optimal vollzuladen, weil wenn ich es zu voll mache, ist auch schlecht, habe ich mehr höheren Verschleiß, ja, ja. Habe ich zu wenig, fahre ich mehr fahren, ist auch sinnlos. Also hier sehen wir jetzt, es hat gerade geladen, 6,54 Tonnen oben in der rechten Ecke und man sieht auch, der Wiegevorgang funktioniert, ohne dass er etwas unterbrechen muss. Er hat kein bestimmtes Wiegefenster, nee, schon. Sondern es ist einfach ungenau, in der Bewegung drinnen. Man hat auch gerade gesehen, sobald er in bestimmten Winkel arbeitet und da über eine zu große Ungenauigkeit kommt, hat er sofort eine Warnung. Das ist auch das grüne Symbol, das zeigt ihm immer, hey Kollege, alles klar, wir können da... Wir haben das klar. Ja. Okay. Ja, 772G macht auch den Job, ne? Ja, auf alle Fälle. Ich denke, ich kann der Daniel noch mal kurz ein paar Worte dazu sagen. Ja, danke, Daniel. Für mich war es ganz einfach. Ja. Daniel. Ja, nur mit Daniel. So, C18 Motor, 605 PS, ist schon stramm. Aber ja. Wie viel, also drehmomenttechnisch hat der jetzt ungefähr wie viel? Der wird auch, so wie die anderen Maschinen, irgendwo über 2000 liegen. Ja. Also einiges. Für mich jetzt wieder, wenn ich den Reifen sehe, das ist natürlich eine extrem hohe Reifenbelastung. Der Reifen muss die ganze Zeit über den Untergrund fahren. Wie viele Kilometer kann so ein Reifen ungefähr ausmachen? Den Einsatz haben, was ich natürlich für ein Material habe, wie abrasiv das ist, wie gut die Wegstrecken sind. Also ich glaube, da kann man keine pauschale Aussage treffen. Okay, verstehe. Wir haben hier eine 21 Zoll Bereifung, dadurch haben wir eine höhere Traglast. Also das ist bei der Maschine hervorzuheben. Zudem ist es die effizienteste Maschine auf dem Markt in dieser Größenklasse. Ja, wir haben 50 Tonnen, ne? Muss das. Genau, richtig. Also schon mal ein Wort. So, okay, jetzt haben wir den 772G nochmal beim Abladen. Wir gehen mal rüber zum Stefan. Was haben wir jetzt hier erreicht? Wir hatten viele Ladespiele. Kurz zu den Ergebnissen. 8 Ladespiele. Löffel war sehr voll, deshalb nur 8. Insgesamt 50,5 Tonnen aufgeladen. Ja. Summe. Hat dafür 2,86 Minuten gebraucht. Also weniger als 3 Minuten. Enorm schnell für diese relativ kleine Lademaschine. 52 Tonnen zu beladen. Was hatten wir für ein Gesamtgewicht? Wir hatten 50,5 Tonnen auf dem Auto. Also mehr als in 186 Tagen? Ja. Nein, ein bisschen weniger. Der hat 1,5 Tonnen mehr aufgeladen. Mhm. Und die Leistung pro Stunde für den kleinen Bagger aus Sicht des Steinbruchs 900 Tonnen. Das ist natürlich auch eine absolute Demo, Höchstleistung für so einen Bagger. Ja. Die haben keine Nebenarbeiten, die wir verrichten müssen. Und, ja, das ist eine ideale Situation. Genau. Okay, ja super, danke. Wir gucken mal weiter. Wir haben nämlich hier unseren
neuen Technologielieblinge, 988 da. Da gibt es viel drüber zu sprechen. Ne? Absolute Weltpremiere hier auf der Steinexpo. Ja. Wir haben auch ein XE-Getriebe bzw. ein XE-Antrieb jetzt in die 988K verpflanzen können. Ja. Ja. Eine exklusive Weltpremiere. Ne? So, jetzt haben wir hier 4 Jahre Testphase gehabt, um diese Verbindung zwischen einem Dieselmotor und einem E-Motor zu haben. Jetzt denkt man sich, E-Motor, geht diese E-Motorleitung direkt in die Achsen rein, an den Achsen ran? Nein. Wir haben den Wandler ausgetauscht gegen einen Generator. Der Generator generiert den Strom, der in ein Verteilersteuergerät geht und dieses Verteilersteuergerät steuert wieder den Elektromotor, der dann die und somit haben wir natürlich dann da eine sehr hohe Effizienz. Wir sprechen hier von 25% höhere Leistung, also effizientere Leistung. Genau, weniger Kraftstoff drauf. Genau, also effizienter in der Bahn. Genau. Und das kommt deswegen, weil der Wandler halt 10% Leistung hat. Weil du hast ja immer eine höhere Motordrehzahl auf der Motorseite im Verhältnis zur Wandler- oder Getriebeseite. Und da muss der Motor 10% mehr rackern, was quasi kein Ergebnis. Genau so ist es. Also du hast es ja gerade schon angesprochen, wir hatten 4 Jahre harten Testeinsatz von der Maschine. Das heißt, sie ist wirklich sehr ausgereift. Und wir haben insgesamt, wir haben mit Caterpillar zusammen schon 15 Jahre Erfahrung mit dem dieselelektrischen Antrieb. Okay. Ist auch bekannt aus der D7E, aus dem Dozer von uns zum Beispiel. Okay. Jetzt haben wir jetzt 52 bis 56 Tonnen Luftlast auch bei dem Einsatzgebiet. Genau. Hat die Elektrotechnologie da was von Klaus, das Fahrzeug schwerer geworden ist? Nee, ich meine, bei der Größenklasse, was wir da haben, da waren die Getriebekomponenten, glaube ich, nicht so viele aus. Nee, da werden ein paar hundert Kilo sein, aber was sind ein paar hundert Kilo bei 56 Tonnen? Gar nichts. Ein Steinchen. So ist es. So, Reifenschutz und Vollsystem hat er auch, oder? Genau, ist optional erhältlich. Das heißt, sollten wir einen Platten haben oder sonst was, würde das System sehr schnell erkennen. Und wir können dann eben möglichst schnell eingreifen, um hier wieder Abhilfe schaffen zu können. Er lebt in der Situation, wo er wirklich arbeiten muss, weil er wirklich in aller Kraft reinnimmt. Genau. Also Uwe würde jetzt erstmal noch wieder so ein bisschen den Fahrweg von der 772 herrichten. Ja. Und jetzt sehen wir eben auch wieder das D-Ladespiel, wie wir das vorher bei der 986K haben. Genau. Das heißt, die Hulde fährt wieder vorne rein, der Uwe belädt. Also der Radladerfahrer positioniert sich über seinen Muldenfahrer. Die Mulde fährt wieder. Achso, okay. Genau. Also der Muldenfahrer orientiert sich immer an den Ladegewicht. Nicht Bagger oder jeden Fall Radlader. Ja, okay. Weil der Energiekosten also höher ist bei ihm und es macht es mehr Sinn, es wirklich Packet zu machen, als das Energie zu machen. Ja. So. Ja. So, 13,2 Zeug haben wir jetzt oben in der Schaufel. Genau, richtig. Wir sehen wieder oben das Display angezeigt. Stefan, müsste unsere beste Rutsche gewesen sein, ne? Mit 4 Ladespielen.
52,4 Tonnen ist eine enorm hohe Zuladung. Ausgeführt von dem Adler, der hat diese 2,6 Minuten gebraucht. Er war also schneller in seinen Arbeitsbewegungen als der 986. Das entspricht einer Stundenleistung von 1015 Tonnen. Das ist gut, oder? Super Leistung. Aber wie gesagt, kannst du wiederholen, reine Demo-Leistung als Ladeleistung, ohne Nebenarbeit. Könnte man das in dieser Situation noch irgendwie schneller machen? Kaum. Höchstens die Abstände, wo der SKW unter den wartenden, mit der Vollschaufel wartenden Adler da drunter fährt. Okay. Da war noch eine kleine Reserve drin, kommen wir vielleicht auf 2,5 Minuten. Mehr ist nicht drin unter diesen Einsatzbedingungen. Ja, aber auch wenn man sieht, in der 772 gebe Lade, ist natürlich perfekt, ne? Nach vorne hin. Zur Fahrradkabine, hinten noch ein bisschen was dabei, also das ist auch für den 772 schon Obergrenze. Das ist Obergrenze und hier optimal eingestellt. Man muss beachten, dass das Schiffgewicht von dem Material nicht ganz dem normalen Standard, dem durchschnittlichen Deutschland entspricht. Da haben wir meistens 1,6, 1,7 als Schiffgewicht. Hier liegen wir bei 1,8 und höher. Das ist schwer Basalt und es ist sehr viel feines Material drin, sodass einen hohen Tauscherfüllungsgrad auch haben. Ja. Okay, super. Ja, vielen Dank, Stefan. Bitte. So. Wir sind eigentlich soweit mit der ersten Rutsche durch, ne? So ziemlich. Wir haben hinten noch, um dieses ganze Technologiethema vielleicht abzuschließen, wir haben hier auch noch eine 972 MXI stehen. Ja. Auch wieder hochtechnologisierte Maschine. Ist aber kein dieselelektrischer Antrieb. Also XE steht nicht immer für dieselelektrischen Antrieb, sondern in dem Fall haben wir eben ein CVT-Getriebe verwendet. Auch 25% effizienter wie eine normale 972 M. Ohne Elektro? Ohne Elektro, genau. Also im Endeffekt ist es ein hydrostatisches Getriebe kombiniert mit einem mechanischen. Ja. Und bei der 988 KEC hatten wir ja den dieselelektrischen Antrieb, C18-Motor, Generator, der wiederum in die Verteilerbox, weiter auf den E-Motor. Und der E-Motor geht dann letztendlich auf das Verteilergetriebe und verteilt auf die Achsen die ganze Kraft. Genau. Der Begriff XE, wie lange habt ihr den schon? Die gibt es seit der K-Serie bei den Radladern. Ja. Also das ist, ich habe es jetzt gar nicht genau im Kopf. Aber schon eine gewisse Zeit. Ist schon eine gewisse Zeit. Also ich würde sagen, ja, 6 bis 8 Jahre. Genau. Nicht schlecht. Ja, sollen wir da vorne mal gucken? Wir haben ja vorne noch ein, zwei andere Sachen. Lass uns mal vorgehen, genau. Nebenbei auch mein Klein in schwarz-matt. Genau, also die Leute dürfen auch gerne mitkommen. Ja, mitkommen auf jeden Fall. Lohnt sich.